Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft Omen. Und, Leute, was ist da? Kann man nicht essen? Komm her! Hallo? Hä, was bist du? Leute, eigentlich wollte ich euch was Neues zeigen. Beziehungsweise ich war jetzt das Wochenende nämlich weg und konnte deswegen leider nicht an meinem Haus weiterbauen. Wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt, was hier rein soll, schreibt es in die Kommentare. Dafür habe ich aber zwei neue Fanarts. Erstmal, das hier können wir wieder aufhängen. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige. Ja. So, die hängen wir erstmal auf, denn hier sind zwei neue. Ja, das war richtig. So. Leute, denn hier hat die liebe Frostbone wieder was Schönes gemalt. Und zwar hat sie ein Bild aus, ja, dem letzten Video genommen, aus der letzten Folge um, wo ich das Haus zeige und hat mich daneben gemalt. Das sieht ultra cool aus, wie ich hier quasi ein Vlog vor meinem Haus mache und das so zeige. Ultra cool. Und dann gibt's wieder ein Fanart, worüber ich mich mega gefreut habe. So. Okay, verdammt. Ich habe hier wieder irgendwas falsch gemacht. So. Und zwar dieses hier. Das hat mir der liebe Iconix was, glaube ich, gemalt. Da bin ich mit einem Schwert zu sehen. Vermutlich soll das auch das Umschwert ja, zeigen. Und Leute, ich finde, das ist wieder ultra cool geworden. Also wieder Dank an alle, die ein Fanart mir gemalt haben. Leute, immer wenn es neue Fanarts gibt, werde ich die hier aufhängen. Ich werde auch speziell dafür was bauen, wo die Fanarts hinkommen. Aber vielen Dank an die liebe Frostbone, an den lieben Iconix für die neuen Fanarts. Stimmt, ich habe vergessen, das hier umzubauen. Verdammt! Leute, was machen wir heute? Ich habe keine Ahnung, aber wir gehen nochmal wieder auf die andere Seite. Denn in der letzten Folge war es ja ziemlich, ziemlich gruselig dort. Und wir sind auch einmal tatsächlich dabei gestorben. Und wir haben erfahren, dass wir die Kräuter kaputt gemacht haben, die wir brauchen. Und jetzt müssen wir dafür wieder Teile finden. Das ist ein großes Problem. Ich farme hier nochmal ein paar Orangen. Die bringen uns zwar in der anderen Welt nichts, weil die dort verrotten. Aber sobald wir wieder hier hinkommen, sind die wieder ganz. Das ist nämlich richtig cool. So, aber Leute, da wollte ich einfach nochmal ein bisschen rumgehen und gucken, ob wir vielleicht ein Örtchen finden, wo eins dieser Teile ist, beziehungsweise sonst einfach nur komplett erkunden. Denn ich habe richtig Lust, da wieder ein bisschen was Neues zu entdecken. Und Leute, übrigens, Omen Design wird es entweder, ihr seht die Folge und es gibt das schon im Shop, je nachdem, ich versuche es nämlich, also ich nehme das jetzt Montag auf, es kommt Dienstag, und es kann sein, dass ich das schon jetzt Montagabend in den Shop einfügen werde. Müsst ihr einfach mal drauf schauen, ihr werdet es wahrscheinlich auch in der Videobeschreibung sehen. Deswegen, Leute, sonst habe ich das auf jeden Fall im nächsten Part an. Das muss ich dann nämlich noch hier einfügen. Und hier kann ich nicht wieder drauf rein. Und Leute, jetzt geht's wieder in diese seltsame Welt. Die müssen wir uns wieder mal angucken. Wilderness. Okay. Es ist schon mal nicht so gruselig wie das letzte Mal. Und Leute, anstatt heute einfach direkt zurückzugehen, schlage ich vor, dass wir hier einfach wirklich mal lang gehen. Mit Glück finden wir ja auch eine Höhle oder sowas. Das wäre auch ziemlich cool. So. Hallo? Letztes Mal haben wir diesen komischen Schatten gesehen. Ich guck mal gerade. Helligkeit hell. Leute, ich hoffe, es ist wirklich für euch hell genug. Wir haben nichts mehr zu essen dabei, verdammt. Ah doch, wir haben die Pilze, die funktionieren. Oh, mir gefallen diese Geräusche hier nicht. Und der Riss ist gerade nicht da. Dafür sind so Polarlichter ultra cool. Da ist wieder so ein Sumpfgebiet. Sumpfgebiet, genau. Ein Sumpfgebiet. Leute, das gucken wir uns mal an.
Hallo? Ist hier jemand? Ist wieder schön viel Zeug drin, auch so Ball of Item Scroll, okay. Und Basilisk Arrow, okay, gut zu wissen. Hä, seit wann kann ich diese Pilze nicht mehr essen, ohne Hunger zu bekommen? Letztes Mal konnte ich essen und was ist das für ein... Ah, das sind... Ist das ein, dieser Kristallpilz, der auch am Anfang steht? Hallo? Oh Mann, Leute, ich hasse diese Sumpflandschaft. Warum wurde es auf einmal hell? Oh, der Riss ist offen. Sobald sich der Riss öffnet, ist also Tag. Da war auch so ein komisches Geräusch zu hören. Leute, ihr hört das nicht unbedingt, weil ich das relativ leise habe, das Spiel. Damit ihr meine Stimme hört. Hier ist wieder so ein blöder Zombie. Wir brauchen unbedingt mal ein stärkeres Schwert. Oh Gott, wir hätten uns nicht mit dem Krokodil anlegen sollen. Von Leech erschlagen von... Warte, was? Was ist gerade passiert? Okay, wir sind wieder am Spawn. Dann rennen wir halt von hier. Dann gehen wir jetzt in die andere Richtung, Leute. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Die kann man, glaube ich, essen hier. Ich glaube, die kann man essen. Kann man das hier abbauen? Okay, jetzt steht hier einfach das in der Luft. Das mit. Wenn man es essen kann, ist es nämlich immer gut, Leute. Hier brauchen wir wirklich viel Essen. So. Blub Cat. ach, Bulb. Ich dachte Blub. Na, Blub wäre auch lustig gewesen, Leute. Boah, bei mir ist diese Welt immer noch nicht geheuer. Was ist da? Okay, Leute, ich weiß, wo wir heute hingehen werden. Und zwar genau nach dort drüben. Das sind so eine Art Fichten wie in der normalen, also das heißt in der normalen Welt waren wir gefühlt seit Jahren nicht mehr, weil wir da nicht mehr hin können. Ich wüsste auch nicht, wie wir da hinkommen können, Leute. Das müssen wir auch noch gucken, wie wir zu Erebos zurückkommen und den zu besiegen. Was bist du denn hier? Weiß nicht. Doch, wir können das abbauen. Leute, wir probieren's. Es dauert zwar ultra lange, aber okay. Ich will nämlich wissen, was das ist. La la la, Leute, wie war euer Tag denn? Oh Mann. Ich habe Angst, dass hier irgendwas Komisches rauskommt. Schneller, schneller. Ich habe die Umschalttaste. Ach, leck mich. Ich habe die Umschalttaste aktiviert, weil ich zu oft gedruckt habe. Ach, egal, Leute. So. Dieser Riss nicht. Ich finde ihn seltsam. Guck mal, wie der leuchtet. So, und jetzt rennen wir wieder über Wurzeln. Ah ja, die können wir ohne Problem... Okay, doch nicht. Ohne Problem essen. Ich sehe doch so nichts.
Okay, wir müssen dann hier hoch. Okay. Leute, alles gut. Oh, verdammt, war das traurig. So. Was ist das? Leute, seht ihr das? Was ist das? So. Ach, dieser Effekt stört nicht. Insofern, also... ist das ja ziemlich egal gerade. Hallo? Ist hier jemand? Nee. Okay. Einfach nur ein leerer Baumstamm. Sollte mich ja jetzt nicht beunruhigen. Also Leute, einfach weiter. Ich hoffe, wir finden hier auch mal irgendwie was Interessanteres. Nicht nur Sumpf und diese blöde Landschaft. Hallo, ist hier denn wirklich niemand? Als ob diese Welt so verlassen ist. Was ist das für ein Baum? Okay, Leute, es ist was Neues, aber es ist nichts ultra Interessantes, sag ich jetzt mal. Aber es ist ein Baum. Bäume sind gut. Rubber Tree. Okay, ich glaube nicht, dass wir das brauchen werden. Warum ist hier denn nichts? Das kann doch nicht sein, Leute. Okay, da ist ein Monster. Jetzt auch noch nicht mal eine Höhle oder so. Es ist einfach Wurzeln. Wurzeln, Bäume und Monster. Mehr gibt's hier nicht. Nichts annähernd Nettes irgendwie. Nichts. Nichts, wo man denkt, oh schön. Okay, doch Glühwürmchen. Aber sonst nichts. Wirklich gar nichts. Komische Geräusche, einen komischen Riss am Himmel. Das kann doch nicht sein. Hier sind noch Pilze dran gewachsen. Als ob es hier in dieser Welt nichts gibt. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Komm, jetzt greif mich nicht an, bitte. So. Wieder Sticks farmen. Okay, was soll ich denn mit so vielen Sticks? Okay, da ist ein Zombie. Das ist nicht gut. Den besiegen wir. Ha, kannst du hier auch langsamer durchgehen? Er kann da gar nicht durch. Büsche sind... lol, der hat ein Herz gedroppt. Okay, jetzt haben wir wieder Übelkeit. Das ist wieder so ein Teil. So. Oh, wir sind auf einem Baum. Ups. Und flupp, so. Da sind noch mehr Pilze. Kann es hier nicht mal irgendwie... ich würde ja so gern in eine Mine mal hier reingehen, beziehungsweise in eine Höhle, in eine richtige Mine. Oh, Jackpot, Jackpot! Oh, wow, aber hier ist irgendein... Erz.
Sulfur. Leute, ich hoffe, man kann sich aus dem Material, was auch in dieser Welt ist, Zeug machen. Okay. Leute, machen hier draus. Haben hier eine Werkbank. Und dann müssten wir jetzt rein, theoretisch. Hä? Wie geht denn das? Ihr habt das gesehen, ne? Das sieht ja voll cool aus. Das liegt ja wirklich so drauf. Wir können das drauf liegen lassen. Wie cool ist das? Okay. Das ist cool, Leute. Gut zu wissen. Das ist ja echt genial. So. Ich habe keine Ahnung, was man aus Sulfur machen kann. So, wir haben es jetzt abgefahren. Kann man damit eine Rüstung machen? Nee. Vielleicht sind es aber auch... Ist ein Fackel. Genial. Okay. So. Wenn wir das jetzt bitte, lass mich diese Werkbank mitnehmen können. Perfekt. Leute, ich möchte jetzt hier erstmal wieder raus. Och, ich dachte gerade, wir hätten eine Höhle gefunden und dann das. Verdammt! Okay, aber wir haben schon mal hier Sulfurfackeln. Also falls wir eine Höhle finden sollten. Okay. Bitte lass hier jetzt eine Höhle kommen. Wow, das war ein trauriger Sprung, Leute. Bitte eine Höhle. Hallo? Höhle bitte ein. Eine. Nach mehr frage ich nicht, ich greife ich nicht nochmal an. Oh nee, da ist ein Zombie. Ich gehe um den herum. Ich will jetzt nicht kämpfen, ich will nur eine Höhle. Bitte lass hier doch nur eine Höhle sein. Du, geh mal weg, du dicker Brocken da. So. Hep. Jetzt lass hier doch bitte. Hier nach links gehen, hier ist es dunkler auf jeden Fall und dadurch gleich etwas gruseliger. Okay, nee, ich gehe wieder zurück. Ich mag diese Welt ganz und gar nicht, aber Leute, wenn wir zurück wollen, müssen wir wirklich alle Geheimnisse in diesen beiden Welten, wo wir sind, lüften. Zwei Zombies, ernsthaft. Ich habe sie ausgetrickst. Genial, Leute. Genial. Und da kommt der nächste. Sag mal, habt ihr alle kein Zuhause? Lasst mich doch mal in Frieden. Schnell weg, schnell weg. Okay. Was essen. Und weiter, Leute.
muss doch eine Höhle sein. Es kann doch nicht sein, dass... Also, hier muss eine Höhle sein. Es kann doch nicht sein, dass hier keine Höhle ist. Und hier war doch was, oder? Nee. Super. Nur Wasser, über Wasser, über Wasser, über Wasser, über Wasser und Zombies. Also, ich denke mal, das sind Zombies, weil die verhalten sich wie Zombies. Und was kommt da? Oh mein... Leute. Was ist das hier für eine... Da sind Slimes und richtig viele Zombies. Mir gefällt das hier nicht. Ich kann hier nicht hüpfen. Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, 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 weg hier. Komisch, dass da wackelt drin. Oh Gott, Leute, weg, 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 weg. Das können wir uns in der nächsten Folge gerne angucken. Hier greift die doch an. Das ist aber, Okay, okay, okay. Leute. Kurz, wir müssen uns kurz verstecken. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, hochbauen, hochbauen, hochbauen. Hier sollte nichts an uns dran kommen, denke ich. Oh. Ja. Wir sind hier oben. Okay, Leute. Das soll es dann auch mit dieser Folge von oben gewesen sein. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen planetarischen Daumen nach oben da. Leute, in der nächsten Folge werden wir uns das da hinten, was auch immer das wirklich für ein Gebiet ist, mal etwas näher angucken. Leute, bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!